Das ist ja wundervoll. Das bedeutet dann wohl, dass der Großmeister Gefallen an euch gefunden hat. Meinst du wirklich? Aber natürlich. Er leiht euch nicht nur ein Pferd und Werkzeug, sondern lässt euch sogar noch am selben Tisch essen. Das mag sein. Allerdings erledigen wir dafür seine Hausarbeiten. Wir sind immer noch Sklaven, vergiss das nicht. Normalerweise erhalten wir keine Belohnungen. Das stimmt wohl. Ja, du hast völlig recht. Das ist ein gutes Zeichen. Siehst du? Aber aus welchem Grund ist er bloß so nett zu uns? Warum lachst du? Entschuldige bitte. Du bist einfach ein herzensguter Kerl. Das ist dir wohl nicht bewusst. Was? Ich meine... Einer, ich gehe schon mal vor. Da fehlen mir die Worte. Ist gut. Möchte er mir etwa einen Gefallen tun? Er redet zwar nicht viel, aber auch er ist ein herzensguter Kerl. Ja. Anhalt! Oh nein, die Herrin ruft. Entschuldige, dass ich dich aufgehalten habe. Aber das hast du gar nicht. Außerdem freut es mich sehr, jeden Morgen jemanden zu haben, mit dem ich reden kann. Na dann, wir sehen uns. Ja, bis spätestens morgen früh. Sie hat mich herzensgut genannt. Ein herzensgut.